Ein herzliches Hallo von Wolf Fuß und Frank Buschmann zu diesem Länderspiel. Ja, Wolf, was erwartet uns heute wohl? Könnte mir vorstellen, dass sich einige Spieler empfehlen wollen. Dann kann das ganz schnell mehr werden als nur ein Testspiel. Und heute heißt es also Italien gegen die USA. Da sehen wir die Aufstellung, so spielt der Gastgeber heute. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Wenn ich hier im Stadio Olimpico bin, dann sehe ich immer noch den Kaiser vor mir, wie er alleine durch die römische Nacht wandert. Unvergessene Bilder, WM-Finale 90, der große Triumph, der stille Jubel, ich werde es nie vergessen. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Auf der anderen Seite sehen wir die gleiche Formation. Ebenfalls ein 4-3-3 und dann gucken wir mal, welche Mannschaft das heute besser hinbekommt. Italien hier mit dem Anstoß. Es kann also endlich losgehen. Jetzt wird's gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Da verlieren sie den Ball. Long. Tyler Adams. Long. Brooks. Brooks. Chatlin. Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Tyler Adams. Jetzt ist es gefährlich. Gefährlich! Weston McKennie! Und der Ball geht knapp über die Latte. Jetzt ist die Kugel weg. Tyler Adams. Long.
Was dürfen wir heute von Lorenzo Insigne erwarten in diesem Spiel, Buschi? Pässe. Er ist der Chef, der macht sie dadurch einfach um Klassen besser. Long. Der Ballverlust. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Where? Die Chance jetzt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe, aber der Torwart ist zur Stelle und pariert diesen Ball. Hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Die Ecke kommt rein. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da bedankt er sich und muss eigentlich gar nicht mehr viel machen. Ein Tor, wie man es auch nur sehr selten sieht. Alles frei, alles offen. Er hat da keine große Mühe. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Und es geht mit Abstoß weiter. Und jetzt die Gelegenheit, nochmal auf diesen Treffer zu gucken. Da ist natürlich alles offen, ganz klar. Das Tor muss er machen, ist am Ende nur noch Formsache. Insigne, Florenzi, jetzt Insigne, Jorginho. Guter Vorstoß, kann was werden. Lorenzo Insigne, Flanke kommt von Insigne. Ja, ganz sicher, Ball ist raus. Brooks. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Jetzt gibt's Einwurf. Brooks. Roldan. Tyler Adams. Long. Pass auf die Außenbahn. Weston McKennie. Tyler Adams. Sie verlieren den Ball. Insigne. Florenzi. Geht was für Italien. Gut den Körper eingesetzt. Sie suchen die Lücke. Ferrati. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären.
Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Und Insigne. Jetzt könnte er flanken. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Weston McKennie. Brooks. Tyler Adams. Long. Er passt ihn auf den Flügel. Lorenzi. Ferrati am Ball. Jorginho. Jetzt Insigne. Florenzi. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Insigne flankt. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Immobile. Gefährlich! Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Roldan. Gute Aktion von Buffon, aber klar, da muss er auch hin. Brooks. Long. Tyler Adams. Schöne Kurzpässe hier. Sie haben es im Moment wirklich nicht eilig. Kein Wunder bei dem Spielstand. Weston McKennie. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Das frühe Pressing jetzt. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Jetzt Ferrati. Jetzt der Vorstoß. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Marco Ferrati. Ganz stark. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Brooks. Where? Tolles Zuspiel. Chiellini. Ferrati. Jetzt Bonucci. Nun Ferrati. Jetzt der Ballverlust. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Brooks. Erneut so ein hervorragender Pass. Chatlin. Ball fliegt hoch rein. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Schöne Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Jorginho. Und Ferrati.
Und es gibt natürlich Einwurf. Brooks. Weston McKennie. Long. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja. Super Pass. Ja, könnte was werden. Christian Pulisic. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Nun Insigne. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Chatlin. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, noch mal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Der Ball kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Entfernung war zu groß, kein Problem für den Torhüter. Tyler Adams. Weston McKennie. Guter Pass. Christian Pulisic. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Nun Insigne. Jetzt Ferrati. Immobile. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Tyler Adams. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen sie auch nicht zwingen. Roldan. Long. Da vergeht viel Zeit. Sie kommen einfach nicht an den Ball. Und die Fans sind überhaupt nicht zufrieden. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie sie erstmal kommen. Er bekommt Hilfe. Brooks. Long. Timothy Ware. Was für eine Parade von Buffon. Ganz stark. Mal wieder überragend. Ecke in die Mitte. Super dazwischen gegangen. Emerson. Verteidigt da den Ballbesitz.
Nun Insigne. Emerson. Jetzt eine gute Flanke. Ferrati. Insigne. El Shaarawy. Das war nix. Der Schuss geht deutlich drüber. Brooks. Brooks. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Ballverlust. Klasse Zuspiel. Lorenzo Insigne. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt kurz. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Erneut Ecke. Bei Immobile klappt heute herzlich wenig. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. Ecke kommt ins Zentrum. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt kann er die Flanke bringen. Starkes Tackling hier. Immobile. Ferrati. El Shaarawy. Ciro Immobile. Die Flanke von Immobile. Flanke bleibt hängen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Immobile. El Shaarawy. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Roldan. Christian Pulisic. Weston McKennie. Klasse Pass. Gefährlich. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Den Ball kann er klären. Chatlin. Tyler Adams. Ja, warum denn nicht? Man muss auch mal aus der Distanz was versuchen. Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Die Entfernung war zu groß. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Brooks. Long. Brooks. Brooks. Long. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Roldan. Tyler Adams. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Timothy Ware. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Immobile. Jorginho. Nun Insigne. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Da können sie erstmal klären. Insigne. Ball bei Insigne.
Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Da kommt der Pass. Und das war knapp, aber es war abseits. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Sie verlieren den Ball. Stefan El-Sharawi. Schön vorbeigekommen. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und er macht ihn rein. Und ich glaube, jetzt können sie zurückkommen in dieses Spiel. Es läuft für sie. Das Tor kommt jetzt doch ein bisschen überraschend, für mich jedenfalls. Ja, sie war bisher klar unterlegen. Aber wer weiß, so ein Spiel kann sich ja schnell drehen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Brooks. Long. Brooks. Tyler Adams. Weston McKennie. Das ist mal ordentlich. 5 Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Immobile. El-Sharawi. Ferrati. Und jetzt die Italiener mal. Tolles Zuspiel. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Kommt jetzt die Flanke rein? El-Sharawi. Keine gute Flanke. Spiel geht mit Einwurf weiter. Direkt der nächste Einwurf hier. Tyler Adams. Christian Pulisic. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Die Italiener über den Flügel. Insigne. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Weston McKennie. Brooks. Roldan. Und jetzt Ferrati. Immobile. Florenzi. Knappe Führung zur Pause. Da ist definitiv noch was drin. Hängt vielleicht auch ein bisschen von den Wechseln gleich ab. Da geht ja doch oft der Rhythmus verloren. Buschi, kurz deine Analyse. Wie siehst du den heutigen Auftritt von Ciro Immobile? Er hat sein Tor ja schon gemacht, aber das aktuelle Resultat kann ihm nicht passen. Sie liegen hinten und mal gucken, ob er noch aufträgt.